machen wir alles. Der hat sich Käse drauf. Quark. Also ich hab so viel, also so. Das ist eine Menge Quark, oder? Von dem Tier. Was brauche ich nicht? Er ist weg. Also, Peace, Leute. Da ist eine Menge. Da ist auf jeden Fall eine Menge Quark drin. Ja. Und Gras. Krass, das ist ein Intro. Ja, aber da ist eine Menge Quark drin, ne? Wow, wo fickt ihr meinen Kopf, Alter? Für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Quark. Ich sehe nur Eier da, Alter, nur Geld. Ja, ich geh mal ein Stück zurück nochmal. Nur mal zur Erklärung. Ich habe da den angebrüllt, warum fickst du meinen Kopf, habe ich gesagt. Weil die ganze Zeit gesagt haben, da ist Gras mit drin in der Pizza. Und und mich hat das ganze Zeit verwirrt und ich habe gesagt, anstatt Quark habe ich immer Gras gesagt. Und ich habe gesagt dann, da ist Gras in der Pizza drin und musste mich dann kaputt lachen, weil mir selber eingefallen ist, nur weil die ganze Zeit sagen, habe ich es wiederholt. Und dann habe ich einmal gerufen, warum fickt ihr meinen Kopf? Das habe ich natürlich rausgeschnitten gehabt. Mit der ganzen Grasrederei, das sollte man bei meinen Videos eigentlich sein lassen. Ich kann das dann später nicht mehr so richtig rausschneiden. Ich wollte das nur mal zur Erklärung machen. Falls das zu brutal rüberkommt oder so, wo ich zu blöd rüberkomme. Ich war einfach nur genervt in dem Moment. Okay, weiter geht's mit den Highlights von Bayer. Ich sehe nur Eier da, Alter, nur Geld. Darf ich das einmal kurz sagen, dann könnt ihr alle probieren, ja? Darf ich auch mal probieren? Da ist für meinen Geschmack ein bisschen Quark, zu viel Quark drauf. Aber okay, ist eine vegetarische Pizza, wusste ich schon vorher. Und ich wollte das ja auch nur wegen der Luca-Pizza, Schachtel da hinten, die habe ich da hinten aufgehangen, ne? Und eigentlich schmeckt das okay, also für mich ein bisschen zu viel Quark drauf, aber sonst alles okay. Die Suppe ist eine super Pizza, kann man gut essen. Ich glaube, Vegetarier mögen die das. Schmeckt ansonsten nicht schlecht. Ne? Okay, das war's, ne? Oh, danke, Lukas. Nee, ich will auch noch meine Meinung dazu sagen. So, das ist auch noch ja, ich auch, Mann, geh mal und ich auch, Mann. Danke, Luca, auf jeden Fall für die Pizza, ja? Mach noch eine vierte Luca-Pizza, weil ich raus bin hier von meinem Krankenhaus, ja? Aus dem Aufenthalt. Kaufe ich die gerne wieder, aber es hat echt zu lange gedauert. Ich habe zu oft gesucht, überall gesucht, es hat einfach zu lange gedauert. Aber die kann man essen, ehrlich. Es ist sehr gut angeht. Bloß der Fleisch, mein Geschmack fehlt der Fleisch drauf. Ich schneide mir so eine Ecke ab, genau so viel. Ich schieb mal den Teller hier rüber, ich kann mir da hin, bin ich hier so fertig. Oh ja, oh ja. Ich bin auch mal gespannt, wie die ist, passiert. Ehrlich. Ich bin immer gespannt. Beide regen mich manchmal so dabbel auf. Ich als alter Pizzakenner. Der Bayer gibt jetzt seine Meinung zu der Luca-Pizza auch ab. Moment. Ich muss ja erstmal aufziehen, da. Erstmal müssen die Leute wissen, wer ich bin. Ich bin sein treuer Nachbar, der immer so kommt, so. Bisschen chillen, essen, trinken, lachen und dann so kennt ihr von den vorigen Videos? Und dann so, ne, da kommt so eine Luca-Pizza, ne, höre ich gerade. Wie ihr tausendmal schon geguckt habt. Was ich nicht wusste, erstens, die ist ja vegetarisch. Ja, die ist vegetarisch, also, voll viel Quatsch. Also, da ich weiß, der Mensch und mein Vater und alle, die mir da so beigebracht haben, haben immer gesagt, Junge, du brauchst Fleisch. Fleisch. Und Fleisch gibt Kraft. Also, was gibt Luca-Pizza? Erstmal keine Kraft. So. Und ohne Kraft kann der Mensch nicht leben. So, und da ich lebe. Bis morgen. So. Und da ich Kämpfer bin,
und mich nicht auf viel verteidigen muss, muss ich viel Kraft haben. Und deswegen Fleisch drauf auf Luca Pizza und dann funktioniert das. Guten Abend. Kannst du den restlichen Fleisch auch nehmen? Du wolltest noch Kommentar dazu abgeben, wie das schmeckt. Ich kann das nicht auf. Nein, du hast nur mich abgebissen, du hast keinen Kommentar abgegeben. Hab ich so gesagt? Ja, das haben wir mal probiert. Ja, macht man ja, wie er gesagt. Jetzt schmeckt sie bestimmt. Also, jetzt schmeckt sie bestimmt. Ich kommentiere sie so, wie sie ist. Okay, das ist der Bayer. Der ist so. Ja. Ja, der Christian hat das gemacht. Kann sie auch nicht mehr lassen. Nein, aber jetzt. Nein, das ist schon dick. Nein. Er ist schon scheiß beiseite. Ihr habt schon 11 Minuten drin gehabt. Scheiß beiseite. Also. Ich hab den, also den Karton. Man kann sie kaufen, man kann sie essen. Den Karton habe ich da hinten auf jeden Fänger. Ist das da? 4 Euro. 4 Euro. Hey, ich schwöre, als 4-Fänger Pizza, diese 3 Salami für 2,50. Ja. Also kein nichts mehr als 4-Fänger, ist schon was reich. Ja, also ich muss sagen, die ist echt lecker mit den 4 Käsesorten, ja, und Zwiebeln, die da drauf sind. Vor allem sind das Lauchzwiebeln, die da drauf sind. Scherz erlaubt. Ein Scherz, aber es ist aber auch wahr. Weil gleich die Kraft, aber die Pizza schmeckt so. Ich habe mich die ganze Zeit geändert. Guck mal, das Grüne da drauf ist, das scheint Lauchzwiebeln zu sein und das schmeckt echt gut. Mir schmeckt der Daumen hoch, YouTuber. Mir schmeckt auch ehrlich sehr gut. Also, ja. Luca, die Pizza kann man essen. Hast du eine gute Idee gehabt? Hab ich in seine Oma gemacht. Also, du könntest Italiener sein. Da der Luigi Pizza Bäcker und so, Alter. Bestimmt heißt seine Oma, Luigina. Hat gut Stoff gemacht. Die Reste für uns da. Der probiert das jetzt auf jeden Fall, was wir gekocht haben. Mit Reis und was war das noch? Pfannkuchen. Wo gibt es einen Kommentar dazu ab? Um das Video ein bisschen länger zu machen. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuschauen.